Johannes und Florian werden das Schutzsystem einer 110 kV Sammelschiene prüfen. Die Sammelschiene hat 4 aktive Felder. Daher setzen sie 4 CMC 353 ein. Florian verwendet seinen Laptop, um die ganze Prüfung mit Relay-SIM-Test zu steuern. Er verbindet seinen Laptop mit allen CMC-Prüfgeräten über einen PTP-transparenten Switch. Für die zeitsynchrone Ausgabe fügt Florian dem Prüfaufbau eine CMGPS 588 Zeitreferenz hinzu. Er verbindet die CMCs mit den Feldeinheiten und mit der Zentraleinheit des Schutzsystems. Die Prüfung hat Florian schon am Vortag im Büro vorbereitet. Deshalb ist die Sammelschienentopologie bereits im Relay-SIM-Test modelliert. Die Prüfung umfasst 6 Prüfschritte. Mit den ersten beiden Schritten wird die Stabilität des Sammelschienenschutzes überprüft. Die Prüfschritte 3 bis 6 simulieren eine Reihe von Fehlern. Während Johannes ein Prüfgerät nach dem anderen einschaltet, erkennt sie Relay-SIM-Test. Johannes setzt die Trennerstellungen für die nächsten Prüfschritte. Florian gibt Ströme aus, um sicherzustellen, dass die Verdrahtung für die Prüfung korrekt ist. Relay-SIM-Test kann mit unterschiedlichen Wandlerübersetzungsverhältnissen in den jeweiligen Feldern umgehen. Wie erwartet werden auf den Relays die korrekten Werte angezeigt. Dies bestätigt, dass die Verdrahtung richtig ist. Jetzt können Sie die Prüfung starten. Zuerst überprüfen die Schutztechniker, ob der Schutz bei Normalbetrieb stabil ist. Florian gibt verschiedene Lastflusszustände aus. Es erfolgt keine Auslösung. Der Schutz hat diese Prüfung bestanden. Jetzt simuliert Florian einen Fehler. Obwohl der Fehler in einem der Felder auftrat, ist er immer noch außerhalb des Schutzbereichs des Sammelschienenschutzes. Keines der Felder hat ausgelöst. Der Schutz ist stabil geblieben. Als nächstes simuliert Florian einen Fehler auf einer der beiden Sammelschienen. Weil die dynamische Simulation nicht in Echtzeit auf die selektiven Auslösebefehle der Relais reagiert, bleibt der Fehler bestehen. Daher schaltet der Schutz mit einer Zeitverzögerung die komplette Sammelschiene aus. Das zeigt, dass der Schalterversagerschutz funktioniert. Weil sich Relay-SIM-Test die ursprünglichen selektiven Auslösungen merkt, berechnet es die Signale entsprechend neu und der vorhergehende Prüfschritt wird mit der Simulation der korrekten Leistungsschalterereignisse wiederholt. Jetzt schaltet der Schutz den Fehler selektiv ab. Wenn Florian einen Fehler zwischen dem Stromwandler und dem Leistungsschalter im Koppelfeld simuliert, verwendet Relay-SIM-Test wieder seine Iterative Closed Loop Simulation. Wie erwartet, löst der Schutz schließlich auf der kompletten Sammelschiene aus, da selektives Abschalten eines Fehlers in der toten Zone nicht möglich ist. Durch das Schließen des zweiten Trenners bei einem Feld koppelt Johannes die beiden Sammelschienen. Florian überprüft, ob der Schutz auch in diesem Fall korrekt funktioniert. Er verwendet wieder die Iterative Closed Loop Simulation von Relay SIM Test. Dann wiederholt er diesen Schritt mit angeschlossenem Leistungsschalter. Der Schutz hat auch diese letzte Prüfung bestanden.
Die Ergebnisse der Schutzprüfung zeigen, dass die Sammelschiene gut geschützt ist. Nun kann die Netzleitstelle die Sammelschiene in Betrieb nehmen. Zum ersten Mal konnte die Iterative Closed Loop-Funktion verwendet werden, um die Logik eines Sammelschienenschutzes zu überprüfen. Durch die synchronisierte Ausgabe an alle Feldeinheiten stellte RelaySimTest sicher, dass sowohl Installation als auch Funktion des Schutzsystems korrekt sind. Dazu hat die Software alle ausgegebenen Signale berechnet. Auf diese Weise ließ sich die gesamte Logik schneller und gründlicher prüfen als jemals zuvor.